Ich zeige euch heute, wie man meinen Lieblingssaft macht. Und zwar ist das ein Ananas-Thai-Basilikum-Saft. Ich trinke den am liebsten schon morgen zum Wachwerden und zum Energiekriegen. Ich habe den kennengelernt in Vietnam und ich schätze ihn unglaublich, weil das Aroma von der fruchtigen Ananas und dem würzigen Thai-Basilikum mit Limette ist einfach unschlagbar. Wenn man Basilikum verarbeitet, muss man immer darauf achten, dass man ihn eigentlich nur zupft. Am besten so mit den Händen grob klein zupfen. Bietet sich auch an bei den kleinen Blättchen vom Thai-Basilikum. Die sind viel feiner als vom normalen Basilikum. Und auch im Aroma unterscheidet er sich, weil er richtig anisartig ist. Wie erkenne ich, dass er ananasreif ist? Man kann versuchen, ein Blatt rauszuziehen. Und wenn es mit ganz wenig Widerstand geht, dann ist ein sicheres Zeichen, dass er reif ist. Oder einfach dran schmecken, dann riecht man auch schon, ob es ein Ananasaroma hat. Jetzt gebe ich erst Ananas in den Mixbecher, dann den Basilikum, Limettensaft und Limettenzeste, zum Schluss dann Wasser und Ananassaft dazu.